Edelsteine gehen an Shahira. Haben wir doch schon mal gut was zusammengekriegt. Ach ja, und die goldenen Pantalons, die kannst du bei mir geben. Das hier kann bei Gelegenheit alles verkauft werden. So, immerhin Pfeile. Was? Auffüllen. Gut. Und dann gehen wir hier so durch. So, genau. Das heißt, den Flügel hier haben wir abgeschlossen und hier sehen wir was leuchten. Also wir hören auf jeden Fall was dahinter brodeln. Auf jeden Fall gilt es ab jetzt etwas vorsichtiger zu sein. Das habe ich zwar schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Wir wissen nämlich nicht, ob die Kobolde nicht auch Fallen ausgelegt haben. Wenn hier jemand nämlich dahinter steckt und den Kobolden eine Basis hier sogar noch eingerichtet hat, da ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kobolden das, dass wir hier auch mit Fallen. Denn ich verschwinde jetzt. Man kann's ja mal was versuchen. Wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Mit Fallen zu tun haben werden. Was? Nichts leichter als das. Hier hatten wir schon mal Glück. Hier ist nichts. Aber hier ist schon wieder so ein Koboldnest, ein kleines. Oder eine Patrouille, die wir überrascht haben. Gut. Etwas Geld. Mögen die Minsk einsammeln kann. So. Ja, beinahe unter meiner Würde. Hier ist Sackgasse. Hier ist noch so eine kleine Wasserstelle. Ich hoffe mal nicht, dass das eine Koboldkloake war, wo Dünner hier gerade durchgelatscht ist. Und hier scheint es auch in eine Sackgasse zu gehen. Oder auch nicht. Okay, wir gucken erst einmal gen Süden. Also von hier aus Richtung Süden. Oha. Au. Ich habe gerade vom Fallen gesprochen, oder? Ihr habt eine Aufgabe? So. Feind gesichtet. Der war wohl auf Patrouille. Beinahe unter meiner Würde. Hat einen Hals. Einen. Eine Halskette bei sich. Gut, langsam wird das mit dem Zeug. Okay, bevor wir also über diese Brücke hier gehen, unter der es Lava zu geben scheint. Zieht sich Dünner hier erstmal zurück. Was? Beinahe unter meiner Würde wird euch zurechtstutzen. Während der Rest ordentlich draufhaut. Man kann's ja mal versuchen. Los, Khalid. Da oben ist noch ein Kobold. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Da ist eine ganze Gruppe von Kobolden. Ich hab genug davon. Du bist hier lang. Was ihn schon erlebt. Und die haben alle Geld dabei. Geld oder Edelsteine. Oder Halsketten oder. Naja, nee, Ringe nicht. Und Halsketten auch nicht. Dann bringen wir die Sache mal ins Rohr. Aber sie haben Geld dabei. Geld oder Edelsteine? Ich tue mein Bestes. Hier ist aber wieder Sackgasse. Was wollt ich haben? Immerhin, guck mal da rein. Oh, schön viel Gold. Also für unsere aktuellen Verhältnisse ist das viel Gold. Ein Edelstein. So. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und da geht es schon wieder zu diesem
zu dieser Lavaschlucht, kann man schon fast sagen, runter. Ja, aber hier sehen wir leider, hier ist leider kein Übergang. Das heißt, wir können hier höchstens runterschauen. Und sehr einladend sieht das nicht aus. Also runterfallen, da runterfallen wollen wir nicht unbedingt. Also gehen wir außen rum. So. So. Nur könnte es noch meine Heilung vertragen. Bei Minz geht es, der hat nicht so viele Lebenspunkte. Also heil du dich mal selber. Ja. Und dann wird Imuen fallen mit mal vorgehen und vorsichtig Fallen suchen. Genau so was nämlich. So, der Rest der Gruppe folgt. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Nichts leichter als das. Scheint aber keine Falle mehr da zu sein. Ja, gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt das Minengebiet verlassen. Die Höhlen hier sehen mir nämlich etwas natürlicher aus. Es könnte wirklich sein, dass die Kobolde von hier... Oder das sind Koboldhöhlen. Das könnte auch sein, dass die Kobolde hier einen Durchbruch gemacht haben und dann hier in die, hierüber in die Minen eingedrungen sind. So, was ist eigentlich eher was für Goblins? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, was ist eigentlich eher was für Goblins? Orion wäre auf eure Taten stolz. Für Grünhäute. Wow. Das ist ein hübscher Hinterhalt hier. So, du musst doch weg. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und da hinten ist auch noch eine. Okay, die sind hier überall verteilt. Das hier ist vielleicht ihr wirklich, sind vielleicht wirklich ihre Höhlen. Was wollt ihr? Wenn die hier so verteilt sind. Ist ja ein komischer Kauz. Was wollt ihr? Ich verschwinde jetzt. Gut. Wow. Du schießt nicht auf Dünahir hier, nein. Aus, böse. Ja, ich hab genug davon. Natürlicher ja, kleiner See. Ja, ich habe mich jetzt vielleicht total verlaufen schon. Also erst decken wir die Seite auf, weil wir schon so viel auf der Seite aufgedeckt haben. Ich hab genug davon. Was wollt ihr gut? Hier lang. Wir beide könnt hier... Ach, du meine Güte. Das ist nicht so schön. Nichts leichter als das. Ja, gut. Einen Ghoul im Nacken zu haben. Bewegt euch da weg. Und ja, Hira ist festgehalten. Dünahir hier, bitte feuer mal da drauf. Au, 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 au. Ich tue mein Bestes. Du hast ganz schön viel Geld gedroppt, aber trotzdem ist ja Hira immer noch festgehalten. Ich glaube, ich habe gerade eben schon wieder aus Versehen Dünahir hier gesagt. Ja, ich bringe die manchmal durcheinander. Das sind auch eben nicht gerade die einfachsten Namen. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis sich Yahira etwas erholt hat. Ah, ist schon wieder weg. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ups. Wir haben keine Heilzauber mehr. Wie sieht's mit dem... Na gut. Was? Nichts leichter als das. Einen Heiltrank gönne ich dir. Ja? Was wollt ihr? Dann gibst du einen Heiltrank an Yahira weiter. Kann ich euch? Ich tue mein Bestes. Was? Nichts leichter als das.
So, die Höhle da sieht abgeschlossen aus. Also mehr gibt es hier auch nicht mehr. Es könnte höchstens noch einen Gang in die andere Richtung geben. Deswegen gucken wir uns erst einmal weiter hier um. Aber hier ist auch nur ein Wasserloch. Okay. Also ein Tümpel. Oder wie in meinem Dorf Fortress LP ein Pond. Ponds sind ja, glaube ich, sogar Tümpel, wenn man es so sieht. Also es gibt viele Tümpel hier. Das muss wirklich eine natürliche Höhle sein. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Spinnies. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Döner hier rennt wirklich ganz schön weit weg. Hm. Wenn die Kobolde wissen, dass dies hier eine Spinnenhöhle ist, dann werden die Kobolde diese Höhle hoffentlich meiden. Und da die Spinnen ja jetzt tot sind, jedenfalls die beiden, haben wir hier vielleicht die Chance, kurz zu rasten. Nein, wir können hier nicht ruhen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Okay, wir können hier unten nicht rasten. Doch, können wir. Können wir in dieser Spinnenhöhle nicht rasten? Doch, wir konnten. Gut. Okay, jetzt können wir uns weiter umschauen. Hallo, Kobold. Die sind zum Glück nur mit Schwertern bewaffnet. Hier oben haben wir uns noch nicht umgesehen, aber hier fließt Lava. Da fließt auch Lava. Okay. Das könnte jetzt hier... Au, das könnte böse sein, wollte ich sagen. Aber einfach drüber stürmen scheint zu klappen. Was wollt ihr, Gut? Abenteuer und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. So Döner hier, lass wir mal Kali drüber. Beinahe unter meiner Würde. Kann ich da nicht lang gehen? Ja? Sieht nämlich so aus, als ob man nichts da lang könnte. Da kann man wohl nicht lang gehen. Natürlich nicht, das ist die, hier die Lava. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Okay, gucken wir mal hier weiter. Okay. Das sieht wie der Weg weiter diese nach unten Gruppe aus. Ich kann uns nicht. Ich hab genug davon. Aber ein befestigter Stollenbalken hier? Ging die Mine hier doch weiter? Wow. Fallen. Nicht wenig Fallen. Gut. Das hier sieht jetzt wirklich wie der Durchbruch der Kobolde was? Aus. Nichts leichter als das. Aber bevor wir weiter nach unten gehen, wir haben noch Gebiete hier oben, wo wir uns umsehen können. Ich möchte keine Kobolde im Nacken haben. Ich möchte eine Ebene nach der anderen säubern. Genau, geht mal schön in dieser im Gänsemarsch. Hier rum. So, an dieser Stelle muss ich leider sagen, dass die Aufnahmesession jetzt wieder vorbei ist. Deswegen speichere ich hier jetzt erstmal wieder. Wir sind bei LP004. Also abbrechen. Speichern LP005. So, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen, was es hier noch gibt auf dieser Seite der Lava. Also scheinbar scheint die Lava hier hoch zu fließen und hier weiter.
Die müsste ja irgendwann mal hier reinmünden, denke ich mal. Und dann werden wir die nächste Ebene der Minen besuchen. Das Böse laut kriegt also, jeder Ecke. Bis gleich.